Verehrte Damen und Herren, wir stehen hier, weil wir wie nie zuvor als Islamkritiker in der massiven Kritik der gesamten Medien sind. Wir werden als Islamhasser, als Ausländerfeinde und Rassisten dargestellt, weil wir von einer Sache warnen, die sich seit 40 Jahren hier in Europa zuträgt, und zwar eine Islamisierung gigantischen Ausmaßes. Dennoch behaupten Muslime und ihre westlichen Helfershelfer, dass es keine Islamisierung gäbe, und eine solche These unsere Verschwörungstheorie darstellen würde. Ich sage hier und an dieser Stelle, dass diese Behauptung eine dreiste Lüge ist. Vernehmen Sie die Fakten über Islamisierung. In Wahrheit findet nämlich gegenwärtig ein Bevölkerungsaustausch von historischer Dimension statt. Gab es 1945 noch ganze 600.000 Muslime in Europa, sind es heute bereits 55 Millionen. Innerhalb von nur 50 Jahren hat sich damit die Anzahl der Muslime in Europa verhundertfacht. Jährlich kommen eine weitere Million netto an Muslimen nach Europa. Damit ist die momentane Invasion Europas durch den Islam die größte Bevölkerungsaustausch der Menschheitsgeschichte. Meine Frage an unsere Gegner: Das soll keine Islamisierung sein? 90% aller seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Europa gekommenen Immigranten sind Muslime. Im Lissabon-Vertrag hat sich Europa verpflichtet, weitere 50 bis 100 Millionen Muslime aus den Gebieten von Nordafrika und dem Maghreb nach Europa zu bringen. Das soll keine Islamisierung sein, meine Damen und Herren. Was ist es dann? Alle 10 Jahre verdoppelt sich die Anzahl der Muslime in Europa. Keine Bevölkerungsschicht weltweit hat eine derartig rapide Zuwachsrate innerhalb Europas wie der Islam. Zur Situation heute. In Südfrankreich gibt es mittlerweile mehr Moscheen als Kirchen. 30% der Menschen Frankreichs bis 20 Jahre sind Muslime. In Nizza und Paris etwa beträgt deren Anteil mittlerweile bereits knapp 50%. 2027 werden 20% der Muslime, der Franzosen Muslime sein, und im Jahr 2050 spätestens wird Frankreich ein islamischer Staat sein. Das ist keine Islamisierung, meine Damen und Herren. In Holland wird 2025 die Hälfte der holländischen Bevölkerung islamisch sein. In England wuchs die islamische Bevölkerung innerhalb der letzten 30 Jahre von 82.000 auf 2,5 Millionen, um das 35-fache. Das soll keine Islamisierung sein. Was ist es dann? In Belgien waren im Jahr 2010 bereits 25% der Gesamtbevölkerung Muslime und über 50% aller Neugeborenen Belgiens sind heute schon muslimisch. Das soll keine Islamisierung sein. Was ist es dann? Frage ich unsere Kritiker. Ist es eine Europäisierung Europas? Ist es eine Belgisierung Belgiens oder eine Französisierung Frankreichs? In 7 europäischen Ländern ist der Name Mohammed bei männlichen Neugeborenen bereits heute der häufigste Vorname.
Das soll keine Islamisierung sein. In Deutschland bei uns leben bereits 8 bis 13 Millionen Muslime. Die offizielle Ziffer wird auf 3,8 Millionen angegeben. Das ist eine Lüge der Politik. Im Jahr 2020 werden wir 20 Millionen Muslime haben. Im Jahr 2030 40 Millionen Muslime. Und das Islaminstitut in Soest rechnet in einer Hochrechnung für das Jahr 2045 mit einer islamischen Mehrheit in Deutschland. Und bereits im Jahre 2020 planen islamische Funktionäre einen ersten islamischen Bundeskanzler in Deutschland zu stellen. Für das Jahr 2050 planen islamische Funktionäre die Umgestaltung der deutschen Verfassung per Zweidrittelmehrheit Abstimmung im Bundestag zu einer islamisch-scharistischen Verfassung ausschließlich aufgrund der Bevölkerungsmajorität der Muslime, die bis dahin zu erwarten sein werden. Deutschland würde damit islamisch werden, ohne dass auch nur ein einziger Schuss hier gefallen wäre. Das, meine Damen und Herren, soll keine Islamisierung sein. Unsere Gegner behaupten ferner, dass niemand in Deutschland und Europa eine Islamisierung beabsichtigt, dass das unser persönlicher Wahn sei. Das, meine Damen und Herren, ist eine weitere dreiste Lüge der politisch Verantwortlichen und der Medien, die hier seit 50 Jahren eine linke Mediendiktatur aufgerichtet haben, in der nur die Wahrheiten drinstehen, die den Linken genehm sind. Ich erzähle Ihnen, wie die Islamisierung in Deutschland geplant wird. So hat der deutsch-türkische SPD-Abgeordnete Vural Öger vor wenigen Jahren in einem Interview gesagt, das, was Sultan Süleyman mit der Belagerung Wiens 1683 begonnen hat, werden wir über die Einwohner mit unseren kräftigen Männern und gesunden Frauen verwirklichen. Was hat er gemeint, meine Damen und Herren? 1683 war der letzte Großansturm des Osmanischen Reiches gegen die Festung Europa. Wir haben hier also einen SPD-Bundesabgeordneten, der dreist von der Eroberung Deutschlands durch den Islam spricht und um den es keinen politischen Skandal gegeben hat. Dagegen aber gab es einen politischen Skandal um einen anderen SPD-Abgeordneten, und zwar Sarrazin, der genau davor gewarnt hat, was Vural Öger gesagt hat. Also, man kann festhalten, die SPD und die anderen politischen Parteien diabolisieren diejenigen Menschen, die vor der Islamisierung warnen, und schützen diejenigen ihrer Mitglieder, die daran arbeiten. Das ist nicht die SPD, meine Damen und Herren, die ich 20 Jahre lang gewählt habe. Das ist nicht die SPD von Kurt Schumacher und Willy Brandt. Das ist die SPD, die schon längst einen Touch eines stalinistischen SED-Apparats hat. Sie sind unterwandert, wie andere bürgerliche Parteien auch. Der Vorgänger des heutigen Ministerpräsidenten Erdogan, Necmettin Erdogan, Erbakan, Entschuldigung, sagte vor wenigen Jahren: Unser Ziel ist es, auf dem europäischen Kontinent Wurzeln zu schlagen und dort in Ruhe und gemäß den Gesetzen zu leben, sodass eines Tages vielleicht ganz Europa muslimisch ist. Frage: Niemand beabsichtigt eine Islamisierung? Boumediene, der ehemalige algerische Ministerpräsident, sagte vor den Vereinten Nationen: Eines Tages werden Millionen von Menschen die südliche Halbkugel verlassen, um in die nördliche einzudringen.
sicherlich nicht als Freunde, denn sie werden kommen, um sie zu erobern. Und sie werden sie erobern, indem sie die nördliche Halbkugel mit ihren Kindern bevölkern. Der Leib unserer Kinder wird uns den Sieg bescheren. Boumediene 1984 vor der UN. Exakt das passiert. Und meine Frage, niemand beabsichtigt die Islamisierung in Europa? Was seid ihr für Journalisten, liebe Kollegen, die diejenigen, die euch genau mit dem Finger auf die Wunden unserer Geschichte bringen, diabolisieren und von diesen Punkten kein Wort schreibt? Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Nadim Elias, sagte im Jahre 2001, die deutsche Verfassung sei zu akzeptieren, zumindest so lange, wie wir Muslime in der Minderheit sind. Meine Damen und Herren, hier habt ihr die koranische Taktik, die seit 1004 von Muslimen gemacht wird. Zuerst zeigen sie sich angepasst und sie sagen, sie würden sich der Mehrheitsgesellschaft unterordnen. Sobald sie aber 20-30% bekommen haben, beginnen die Terrorattacken. Wir sehen das in fast allen gemischt islamischen Ländern, im Libanon, in Nigeria, in Jemen und so weiter und so fort. Und wenn sie dann die Mehrheit haben, dann haben wir hier nichts mehr zu vermelden. Ich werde darauf später noch eingehen. Der deutsche Spitzenfunktionär, ein Muslim, Al-Sayed, Spitzenfunktionär in vielen islamischen Organisationen, einer der Hauptmoscheenbauer in Europa, er hat hunderte von Moscheen hier gebaut, ein Milliardär wahrscheinlich, nämlich Al-Sayed, sagte vor wenigen Jahren, heute gibt es 3 Millionen Muslime in Deutschland. Die Zukunft des Islam in unserem Land, in Deutschland, gestalten wir, die Muslime. Ich glaube, dass es möglich ist, dass der Bundeskanzler im Jahr 2020 ein in Deutschland geborener Muslim ist. Und mit der Hilfe Allahs werden wir es zu einem islamischen Paradies auf Erden machen. Meine Damen und Herren, es gibt keine Islamisierung und niemand plant eine Islamisierung. Was planen diese Leute dann? Was ist es dann, was sie planen? In allen europäischen Ländern mit islamischer Minorität wird die Übernahme des Landes unter islamische Herrschaft geplant. In Dänemark kündigt die sogenannte Moslempartei eine baldige Machtübernahme an. Sie haben bereits vor einem Jahr damit gedroht, dass Dänemark für den Fall, dass Muslime dort falsch behandelt würden, mit gewalttätigsten Unruhen seitens des Islam zu rechnen haben. Meine Damen und Herren, das ist keine leere Warnung. Schauen Sie auf die Unruhen in Dänemark, in Holland, in Frankreich, in Berlin, in Norwegen, wo immer Sie hinschauen. Dieser Bürgerkrieg findet bereits statt.